Nun zu Elementen der Idee des Informationsgelds. Zunächst einmal können wir festhalten, dass wir die Güter, die bereits im Überfluss vorhanden sind, und das sind heute schon sehr, sehr viele Sachen, für jeden in einer Grundversorgung einfach bereitstellen. Die bedingungslose oder bedingungsfreie Grundversorgung ergibt sich einfach daraus, dass wir Überfluss erzeugen können in den Bereichen von Gütern und Dienstleistungen, die wir wirklich alle benötigen, beispielsweise Brot und Gepäck, haben wir genau genommen, wenn wir uns das anschauen, im Überfluss. Das heißt, es wäre eigentlich gar nicht notwendig, dass Menschen hungern, zumindest nicht in unseren Breiten, denn die Lebensmittel haben wir. Es ist durchaus der Fall, dass in vielen Geschäften diese Lebensmittel nicht verkauft werden können, das heißt, dass der Umsatzakt nicht stattfindet, weil zum Beispiel genau das die Kunden jetzt gerade nicht wollen oder es ist ihnen zu teuer, sie essen was anderes, es ist wirklich zu viel produziert, es liegt zu viel im Lager rum, dann wird das im heutigen System entsorgt, dann kommt das auf den Müll, wird vernichtet und findet damit aber nicht seine wahre, sinngemäße Bestimmung. Denn die Bestimmung wäre ja, dass das jemand isst, solange es gut und nahrhaft ist. Was verhindert das? Der fehlende Umsatzakt in Geld. Wenn wir jetzt eben ein System haben, wo der leistet, in jedem Fall aus der Gemeinschaft belohnt wird, auch ohne dass der konsumiert, ihn dafür bezahlen muss. Das heißt, er kann theoretisch das auch herschenken und wenn es dem Empfänger schmeckt, der das dann gratis kriegt, bestätigt er die Leistung und damit wird für den Leistenden frisches Geld geschöpft. Dann wird der immer belohnt, auch für verschenkte Ware und für eigentlich gratis angebotenen Überfluss, wird das aus dem Grund auch gerne weiter produzieren und leisten. Und die es konsumieren, denen wird dann nach Infomoney-Spielregeln kein Geld mehr vernichtet. Dann bekomme ich Gutscheine, mit denen ich dann konkret nur erstmal Nahrung und Kleidung... Das kann man sich in der Einführungsphase durchaus vorstellen. In der Einführungsphase werden wir ja beide Systeme parallel fahren. Wir werden also das bestehende Geldsystem, unsere alte Marktökonomie, fortbetreiben. Und wir werden dann schrittweise einzelne Segmente der Gesellschaft auf Infomoney umstellen. Daher wird sinnvollerweise am Anfang werden wir versuchen, Überfluss zu schaffen. Ja, also den Überfluss, der eh schon da ist, verwertbar zu machen nach Spielregeln des Infomoneys, indem dann eben Infogeld erzeugt wird, ja, für bestimmte Dinge, also für Warenkörbe, ja, die am ehesten schon den Überfluss bereitstellen können. Dann hätten wir so ein Gutscheinsystem für die Leistenden, aber die Empfänger würden dann gewissermaßen nichts mehr bezahlen müssen. Denen kann man das dann zum Beispiel als Papier in die Hand geben, ja, wenn man das überhaupt möchte, dass man das bescheinigt, dass von der Menge her auf einen normalen Haushalt, auf Haushaltsmengen ja, oder auf Ähnliches, wäre denkbar, nicht unbedingt notwendig, aber denkbar. Und dort könnten wir am ehesten auch einmal zunächst beginnen. Wenn wir dann im nächsten Schritt die Leistenden belohnen wollen, werden wir das am Anfang durchaus mit Euros machen, wenn wir Finanzierungsmodelle verwenden, damit die produzieren, dann auch wirklich Geld haben, das sie im alten System verwenden können. Und erst wenn wir ausreichend viele unterschiedliche Güter und Dienstleistungen auf Infomoney umgestellt haben, werden wir dann auch dort Infomoney zumischen für die Produzenten, für die Leistenden, damit die das dann auch in ihrem neuen Geldkreislauf entsprechend verwenden können. Es reicht also in der Bezahlung völlig aus, dass ein Kunde eine Leistung von jemandem, der etwas produziert, bestätigt und ihn gar nicht bezahlen muss. Wie die Geldschöpfung im Informationsgeld konkret abläuft, zeigen wir in dem nächsten Video.